die Zutaten für ein gelungenes Schollenbraten im Watt kennt Koch Horst Abken ganz genau. 400 Kilogramm Schollen, 40 Kilogramm Kartoffelsalat und ganz viel Spaß, sagt er lachend. Gemeinsam mit anderen Köchen der Gastronomie-Kooperation Die Seesterne hat er am Dienstag wieder für zahlreiche Besucher Schollen im Watt von Schillig gebraten. Elke und Heinz von der Vecht aus Schortend sind bereits zum zweiten Mal beim Schollenbraten im Watt dabei. Und wir werden auch das nächste Mal wiederkommen, ganz bestimmt, sagen sie, nachdem sie gerade ihre Portion verspeist haben. Und nicht nur die Gäste selbst haben bei diesem besonderen Fischessen Spaß, auch die Köche. Hier an der frischen Luft zu kochen macht einfach doppelt so viel Spaß, sagt Koch Michael Podein, der normalerweise im Restaurant zum Deichgrafen kocht. Und dann auch noch die vielen netten Leute. Einfach klasse. Das nächste Schollenbraten im Watt ist am Mittwoch, den 10. August, ab 11 Uhr im Watt vor Hooksiel.